Hallo, Herr Klafke. Hallo, Frau Höhl. Schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie sind Professor Martin Klafke, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und Ihr Schwerpunkt ist Diversity. Und das ist genau das Thema, über das ich mich heute unterhalten möchte. Wenn ich das Thema Diversity höre, dann kommt bei mir sofort Frauenquote, gleiche Bezahlung. Aber es gibt ja bestimmt noch ein paar Sachen mehr. Können Sie uns da mal aufklären? Das mache ich gerne. Also die Punkte, die Sie genannt haben, die passen ja zunächst erstmal vollkommen in das Bild, was man typischerweise von Diversity hat. Man könnte es noch erweitern um Aspekte wie gerade Black Lives Matters, was wir ja zuletzt in den USA sehr stark gesehen haben. Also es geht im Wesentlichen erstmal um die Fragestellung von Vielfalt, und zwar Vielfalt aus, in der Tat, der Begriff macht es schon klar, aus den vielfältigsten Perspektiven. Es geht im Endeffekt bei Diversity darum, dass man einerseits wirklich Vorteile aus dieser Vielfalt herausziehen möchte und auf der anderen Seite selbstverständlich Gleichstellung, Gleichberechtigung und all diese Dinge im Unternehmens- oder im Organisationskontext voranbringen möchte. Denn was mit einem Land passiert oder mit einer Organisation passiert, die im Prinzip total zerstritten ist und wo es große Verwerfungen gibt, das hat man ja zuletzt sehr schön auch in den USA wirklich gesehen. Nun kann man ein Land nicht zwangsläufig auf eine Organisation übertragen, das sind ja doch nochmal unterschiedliche Dinge, aber auch da wird, denke ich, deutlich, dass wenn das Miteinander aufgrund von Andersartigkeit, von Unterschiedlichkeit nicht funktioniert, kann da sehr schnell Sand ins Getriebe hineinkommen. Und dieser Sand im Getriebe ist halt schädlich für Produktivität von der Organisation insgesamt, aber selbstverständlich auch für jeden Einzelnen, sei es für das Wohlbefinden, für die Gesundheit am Arbeitsplatz, bis zu solchen Fragestellungen natürlich auch committed, wie engagiert bin ich, wie viel Freude habe ich überhaupt an der Arbeit. Und das kann natürlich für Organisationen so weit gehen, dass Beschäftigte das Feld verlassen, die Organisation verlassen, dann habe ich relativ große Fluktuationsraten. Und das kann sich de facto in der heutigen Zeit kein Unternehmen leisten, wenn man an den Fachkräftemangel denkt und eben auch die Knappheit an Fachkräften in der Zukunft. Insofern eine Thematik, mit der Sie sich hier beschäftigen, die ausgesprochen wichtig für jedes Unternehmen, für jede Organisation ist. Es kommt halt auf die jeweilige Ausprägung an, wie man Diversity, also Vielfalt, betreiben möchte. Jetzt sind Sie eh schon ins Thema eingestiegen. Das eine ist Diversity im Privatbereich mit Demonstrationen auf der ganzen Welt fast, wie wir momentan sehen. Und auf der anderen Seite betrifft es eben auch viele Unternehmen. Und was haben Unternehmen denn für Vorteile, wenn sie dieses Thema angehen? Geht es nur rein um Marketing? Geht es um oder auch Vorteile bei den Mitarbeitern? Welche Möglichkeiten haben die Unternehmen da? Vielleicht lassen Sie mich an der Stelle ein bisschen weiter ausholen, weil zu dem Thema Diversity gibt es verschiedene Vorstellungen, wie es umgesetzt werden sollte, beziehungsweise welche Vorteile mit Diversity auch verbunden sind. Drei Paradigmen werden unterschieden. Das erste Paradigma ist das Antidiskriminierungs- und Fairness-Paradigma. Das ist das, was wir bereits zum Beginn unseres Gesprächs angedeutet hatten, wenn es um Gleichstellung geht. Grundlage von einem fairen Verhalten miteinander, von Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, das sind typischerweise Rechtsverordnungen bzw. Gesetze, also Mindeststandards, wie wir das in Deutschland beispielsweise finden, ausgedrückt im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz von 2006, was ja im Endeffekt eine ganze Reihe von EU-Antidiskriminierungsrichtlinien seit 2000 umgesetzt hat. Das finden wir auch in den USA mit den verschiedensten Job Acts. Da geht es im Endeffekt um Gleichstellung, Gleichbehandlung, es verbietet Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, rassistischer Zuordnung, Religion oder Weltanschauung bis hin zu solchen Fragen wie sexueller Identität oder Orientierung oder auch Behinderung. Hier haben Unternehmen ganz einfach zu liefern, und zwar in dem Sinne, dass sie die Rechtsbestimmungen, die das Regelwerk einzuhalten haben. Das ist sozusagen
das Basale im Umgang mit Diversity, denn wenn man hier zum Beispiel gegen das AGG verstößt, kann das durchaus eine ganze Reihe an negativen Folgen haben. Beispielsweise sei nur darauf hingewiesen, man macht eine Stellenausschreibung und sucht halt eine Verkäuferin anstelle von Verkäufer, weiblich, männlich, diverse, weil wir im Endeffekt ja dann drei Gender haben an der Stelle. Das ist die basale Form. Aber darüber hinaus gibt es eben noch zwei weitere Ausprägungen, die wichtig sind. Das eine ist das Marktzugangsparadigma. Das heißt, ich versuche als Organisation, die Demografie meiner Kundengruppen, meiner Märkte, die ich angehen möchte, nachzubilden. Da sind wir im Endeffekt beim Marketingvorteil, den Sie auch angesprochen haben, im Sinne von, also, weil ich meinetwegen eine relativ starke Community mit People of Color habe, also mit Afroamerikanern beispielsweise, würde ich halt auch schauen, dass ich eine Verkäufer, eine Verkäuferin finde, der eben auch oder die auch diesem Hintergrund entspricht. Also mit anderen Worten, ich versuche hier ein Matching hinzubekommen zwischen meinen Zielgruppen, meinen Märkten und meiner Demografiestruktur in der Organisation. Ja. Und das dritte Thema, und da sind wir weit entfernt vom Marketingvorteil, da sind wir im Endeffekt in solchen Fragestellungen wie Reaktionsflexibilität oder Agilität einer Organisation. Da geht es im Endeffekt darum, dass die vielfältigen Perspektiven, die die Menschen ja nun mal auch mitbringen, aufgrund ihres unterschiedlichen Hintergrunds, ihrer unterschiedlichen beruflichen Erfahrung, aber auch aufgrund von Gender beispielsweise oder aufgrund des Alters, die bringen ja auch eine Perspektivenvielfalt mit. Die bringen unterschiedliche Ansätze bei Lösungen mit. Die bringen unterschiedliches Wissen mit. Und dadurch können zum einen alle miteinander lernen in der Organisation. Die besten Ideen können im Endeffekt im Wettstreit, wenn es wertschätzend erfolgt, entstehen. Und dadurch lernt der Einzelne, lernt die gesamte Organisation. Und im Endeffekt sind wir damit genau bei einem zentralen Punkt von Agilität, nämlich dass Wissen geteilt wird, bestmöglich neu kombiniert wird, damit dann entsprechend überlegene Lösungen herauskommen. Und das ist das Paradigma oder der Ansatz bei Diversity oder bei Diversity Management, der sicherlich am weitesten geht und der am stärksten aber auch von den Unternehmen im Endeffekt gebraucht wird, wenn man an die Zukunft denkt. Jetzt hatten Sie ja gerade das Thema angesprochen, in diversen Ländern gibt es ja gesetzliche Regelungen, die damit reinspielen. Sie haben ja bestimmt auch den Überblick, wo steht Deutschland hier? Sind wir hier schon gut aufgestellt? Naja, also was Deutschland angeht, im Hinblick auf den europäischen Kontext oder die Europäische Union haben wir im Wesentlichen, was das Thema angeht, das allgemeine Gleichstellungsgesetz, ähnliche rechtliche Regelungen. Das einfach dadurch entsteht, dass EU-Direktiven umgesetzt werden in nationales Recht und damit im Wesentlichen die gleichen Normen in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten und Mitgliedsländern gelten. So viel dazu vielleicht an der Stelle, was rechtliche Anforderungen angeht. In den USA haben sie die entsprechenden Job Acts, die eingehalten werden müssen. Also da hat jedes Land seine eigenen Antidiskriminierungsstandards. Aber das sind aus meiner Sicht heraus halt einfach eben die Standards, das Minimum, was geschaffen werden muss. Das ist in einer gewissen Weise, finde ich, auch ohnehin nichts anderes, als dass man aus humanitärer beziehungsweise einfach aus mitmenschlicher Perspektive niemanden anderen diskriminiert. Und dafür braucht es eigentlich kein wirkliches Regelwerk. Aber offensichtlich ist das erforderlich, weil es ja auch in der Vergangenheit hier immer wieder zu unterschiedlichen Handhabung gekommen ist. Gleichwohl wir das haben, werden natürlich immer wieder auch Ungleichbehandlungen laut. Ich gebe mal ein Beispiel, was hier in der öffentlichen Debatte immer sehr stark auch gespielt wird. Das ist der sogenannte Gender Pay Gap. Ja. Gender Pay Gap im Endeffekt sagt er aus oder sagt diese Differenz aus, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer. Und zwar ist der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap, der dann ja auch gerne die Runde macht in der öffentlichen Diskussion, liegt bei
roundabout 22%. Wenn man hiermit allerdings hausieren gehen würde, würde sagen, naja, Frauen verdienen 22% weniger als Männer, dann ist das im Aggregat, im Durchschnitt zunächst erst einmal richtig, gleichwohl das aber nicht zwangsläufig etwas über Diskriminierung aussagt. Die Diskriminierung ergibt sich im Endeffekt erst bei dem sogenannten bereinigten Gender Gap, Pay Gap. Der liegt bei roundabout 6%. Was ist der Unterschied? Bitte kurz eine Erklärung. Ja, der Unterschied ist sehr wichtig. Der Unterschied ist im Endeffekt, dass ich bei dem einen, bei dem unbereinigten, einfach mal die ganzen Durchschnittsgehälter von Frauen nehme, die ganzen Durchschnittsgehälter oder die ganzen Gehälter von Männern und dadurch Durchschnitte letztlich berechne. Dabei vergesse ich aber wichtige Dinge. Dabei vergesse ich beispielsweise, dass eben Frauen und Männer durchaus auch in unterschiedlichen Berufen, in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen arbeiten. Dass, wenn wir jetzt beispielsweise uns mal den IT-Bereich anschauen oder den Ingenieursbereich anschauen, dann sehen wir dort deutlich mehr Männer als Frauen unterwegs. Ja. So, wenn ich also solche Aspekte herausrechne, dass vielleicht Männer tendenziell auch in Bereichen arbeiten, wo einfach das Gehalt die per se höher ist, weil in der Branche besser bezahlt wird, weil in der Funktion besser bezahlt wird, IT, Engineering habe ich schon angesprochen, dann sehen die Zahlen schon einmal anders aus. Und wenn ich obendrein dann nochmal berücksichtige, dass Männer und Frauen in unterschiedlichen Erwerbsbeteiligungen unterwegs sind, Vollzeit, Teilzeit und damit eben auch Konsequenzen höchstwahrscheinlich für die jeweilige berufliche Tätigkeit verbunden sind, dann kann ich so nach und nach abschichten und komme eben dann zu einer Basis, wo im Prinzip eine Tätigkeit von einem Mann und eine Tätigkeit von einer Frau absolut vergleichbar sind, gleiche Anforderungen und im Prinzip auch gleiche Qualifikationen erforderlich sind, aber trotzdem unterschiedlich bezahlt wird. Und da, das heißt, da bin ich in einem Bereich von Diskriminierung, wobei ich auch da vorsichtig wäre, das gleich sozusagen als Diskriminierung von seitens der Unternehmen zu bezeichnen. Aber ich stelle erst einmal fest, dass offensichtlich unterschiedlich bezahlt wird. Entschuldigung. Nee, das heißt aber doch für mich, dass alles, was zu diesem Thema jetzt, dann schließen wir es auch ab, publiziert wird, eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Wie meinst du das? Naja, Sie sagten, wenn der bereinigte Gender Gap bedeutet dann eigentlich, dass die Bezahlung doch gleich ist, gleiche Stundenzahl, also wenn gleicher Job, dann werden Frauen gleich bezahlt hier in Deutschland? Nein, dann werden Frauen nicht gleich bezahlt. Dann werden sie schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen auf der gleichen Ebene. Ah, okay, alles klar. So. Und die Frage ist jetzt, macht das ein Unternehmen aus einer Diskriminierungsperspektive heraus? Das würde ich jetzt einmal nicht unterstellen, sondern Gehälter sind ja durchaus auch verhandelbar. Also am Ende eines Jahres verhandelt ein Beschäftigter mit seiner oder seinem Vorgesetzten das nächste Jahresgehalt. Ja, okay. Und den Zusatzbetrag, der sich da ergibt, der ist unter anderem auch abhängig von dem jeweiligen Verhaltens- Verhandlungsgeschick. Eben. Das ist abhängig vom Verhandlungsgeschick. Und da mögen Männer und Frauen durchaus unterschiedlich verhandeln. Da mag es durchaus auch unterschiedliche Verhaltensweisen der beiden Geschlechter im Hinblick auf, gehe ich proaktiv nach vorn, klopfe ich an die Tür vom Boss oder von meiner Chefin und sage, also pass mal auf, ich habe hier so hervorragend geleistet, nächstes Jahr möchte ich bitte nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Flasche haben und einen ordentlichen Lohnaufschlag haben. Oder bin ich eher in einer Situation und sage, naja, also dem Chef muss ja auffallen, wie hervorragend ich geleistet habe und dann werde ich schon belohnt, wenn es dann anerkannt wird und. Also das sind höchst möglicherweise auch genderspezifische Verhaltensweisen am Werke, die auch ursächlich sein können dafür, dass eben Männer schneller in dem Gehaltsgefüge nach oben kommen als Frauen. Oder wenn Sie sich auch anschauen, wenn es um Beförderungen geht beispielsweise, gibt es Untersuchungen, die zeigen Ihnen, also wenn Sie bestimmte Attribute eines Jobs vorstellen und dann hat also ein Mann, eine Frau haben beide 60% von Deckung, was ihre Kompetenzen angeht. Da sagt die Frau vielleicht, naja, es sind ja nur 60%, also 40% decke ich nicht ab. So, und der Mann sagt, wow,
60% kann ich doch. Also versuche ich das doch einfach einmal. Und da mögen eben auch verschiedene Sozialisierungserfahrungen eine Rolle spielen, die dann zu so einem Verhalten führen. Was ich damit einfach sagen möchte, ist, es reicht jetzt nicht aus zu sagen, ihr Unternehmen, ihr diskriminiert Frauen oder was die Bezahlung angeht, sondern ich glaube, es ist ein vielschichtiges Thema, was man eben auch auf vielschichtige Art und Weise lösen muss und nicht nur mit dem Entgelttransparenzgesetz, was ja auch seit einigen Jahren nun in Kraft ist, sondern gleichzeitig eben auch mit veränderten Praktiken in Unternehmen, aber möglicherweise auch mit veränderten Rollenvorbildern und auch Rollenverhalten der beiden Geschlechter. Okay, Gender Gap abgeschlossen. Jetzt wissen wir das Gap auch. An der Stelle. Also das ist ja ein unerschöpfliches Thema im Prinzip. Aber eins, das immer gerade in Deutschland sehr hochgehalten wird, darum wollte ich es einfach auch mal kurz. Das macht auch Sinn, das hochzuhalten. Wissen Sie, das hat einfach damit etwas zu tun, dass Diversity in Deutschland, das macht es aber auch gleichzeitig problematisch, oftmals aus der Vorläuferform der Frauenbewegung heraus sich entwickelt hat. Mhm, ja. Das, wir sprechen ja seit ungefähr der 90er Jahre von Diversity, aber von Gleichstellung von Mann und Frau und diesen Punkten, Emanzipationsbewegung, Gender Mainstreaming, sprechen wir schon deutlich länger. Und in vielen Organisationen hat das stattgefunden, dass man nämlich aus dieser ehemaligen Gleichstellungspolitik heraus dann Diversity gemacht hat und dadurch ist da zum einen eine Verbindung hergegeben. Und zum anderen, wenn man sich Diversity, Vielfalt anguckt, dann findet man im AGG ja neben Gender noch weitere Aspekte, aber so zumindest der größte Anteil, nämlich 50% der Bevölkerung, sind Frauen und machen damit eben eine große Gruppe von, also eine große Zielgruppe aus. Davon ab, wenn ich mir den Ansatz auch noch erlauben darf, wir haben in den letzten Jahren, was die Gender-Thematik angegangen ist, also eben sehr stark eben auch einen Fokus auf Frauen gesehen. Sei es, dass wir Quoten diskutiert haben beispielsweise. Wir haben das Thema des Gender-Pay-Gaps und man könnte eben auch deutlich mehr Punkte nennen. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob es an der einen oder anderen Stelle nicht auch angebracht wäre, auch wieder über eine Förderung des männlichen Geschlechts zu sprechen. Unser nächstes Thema. Insbesondere über Jungs und über das, wie eben halt Startchancen in der Schule aussehen. Ja, okay. Jetzt gehen wir mal in Richtung Unternehmen, auch raus aus Deutschland. Es gibt ja durchaus viele international tätige Unternehmen, die jetzt vielleicht auch erst beginnen, das Thema Diversity zu bearbeiten. Jetzt haben wir ein Unternehmen, das international tätig ist. Egal, wo das Headquarter ist, die beschließen jetzt, wir machen das. Macht es denn Sinn, gewisse Themen, die ja erstmal geplant werden müssen, overall, also sprich über alle Länder auszuschütten? Oder macht es durchaus Sinn, dieses Thema Diversity, und wenn man jetzt nur einen Teil davon nimmt, in jedem Land erstmal zu analysieren und anders auszurollen? Also das, was man beobachtet was wir beobachten in der Praxis, ist, dass typischerweise erst einmal eine übergeordnete Diversity-Philosophie entwickelt wird. Das wäre eine typische Aufgabe des Headquarters. Das hat Daimler beispielsweise gemacht, hat das Global Diversity Office ja auch in Stuttgart. Und dort würde man grundlegende Guidelines festlegen, was man unter Diversity versteht, welche Rolle es auch haben soll im Hinblick auf den Unternehmenserfolg. Man würde Prinzipien genereller Weise von Wertschätzung definieren und eben die Bedeutsamkeit von Vielfalt ganz klar herausarbeiten. Möglicherweise würde man auch definieren, was denn die zentralen Handlungsfelder sieht, die man im Gesamtunternehmen verfolgen möchte.
Ja. Es wäre allerdings jetzt falsch aus meiner Sicht, dass man jetzt jedes Land mit der gleichen Diversity-Strategie versieht. Dass man erstmal ein übergeordnetes Set an Handlungsfeldern hat, das ist ja schön und gut, aber man muss für jedes Land dann spezifisch schauen, was passt denn eigentlich konkret auf die Situation in dem Land. Wissen Sie, es mag sein, und da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, Diversity Management ist ja eine Thematik, die dem Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Perspektive Vorteile Diversity Management. Das ist ja aber ist es nicht, soll es nicht auch Vorteile in Bezug auf die eigenen Mitarbeiter bringen? Absolut, absolut. Es soll ja dem Unternehmen also Vorteile bringen und diese Vorteile können ja mannigfaltig sein. Ein Vorteil von Diversity Management kann ja beispielsweise sein, dass ich die Talentpipeline voll habe, weil ich also als Organisation das Unternehmen so vielfältig mit den vielfältigsten Unternehmens, mit den vielfältigsten Mitarbeitergruppen präsentiere, dass Talente jeden Alters, jeglichen Geschlechts, jeglicher Herkunft, jeglicher sexueller Orientierung sich für eine Organisation begeistern und halt eben dort arbeiten. Sonst gibt es Netzwerke, gibt es Frauennetzwerke in Organisationen, gibt es Rainbow-Netzwerk, wo dann LGBTQ, also die lesbisch-schwule Community vertreten ist und. Also das soll ja im Endeffekt erreicht werden. Und das, was ich allerdings sagen möchte, ist, dass Unternehmen höchstwahrscheinlich von Land zu Land, von Markt zu Markt, unterschiedliche Rahmenbedingungen vorfinden. Mhm, ja. Und eben vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Rahmenbedingungen wird es eben auch zu analysieren sein, wie kann Vielfalt vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen zum Unternehmenserfolg beitragen. Ich möchte einfach mal sagen, wenn Sie ein international aufgestellter Konzern sind und Sie wollen beispielsweise etwas tun in Richtung Religion und Welt, weil Ihnen das besonders wichtig ist und Sie haben hier eine spezifische, sehr freie Perspektive oder Sie wollen meinetwegen etwas tun in Richtung der LGBTQ-Community und dann gehen Sie in ein muslimisches Land und dann propagieren Sie Rainbow Groups und dergleichen und veranstalten klar. Im Campus eine CSD-Parade, weil sie das eben als besonders wertvoll erachten aus Sicht des Headquarters, dann wird man dort höchstwahrscheinlich vor dem Hintergrund doch der kulturellen Prägung eines muslimischen Landes eher mit befremden. Nicht das Ziel erreichen, das geplant ist. Weiter werden höchstwahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten haben. Das heißt, ich muss gucken, was in dem jeweiligen Land, vor dem Hintergrund der jeweiligen Marktsegmente und Kunden, die ich auch ansprechen möchte, der Fokus von Diversity sein soll. Dessen ungeachtet muss ich natürlich immer die rechtlichen Standards einhalten. Das steht außer Frage. Aber wie ich dann eben Vielfalt als Wettbewerbsvorteil nutze, das hängt damit davon ab, was ich für Kunden habe, was ich für Märkte bedienen möchte. Wenn wir jetzt zur Praxis kommen, das Headquarter hat entschieden, wir steigen in das Thema ein. Wir sind ein internationales Unternehmen. Wen nehme ich da gleich zu Beginn mit an Bord? Das Thema Diversity Management ist zunächst einmal ein Thema des strategischen Personalmanagements. Okay. Die Umsetzung von Diversity ist im Endeffekt eine Umsetzung über HR-Personal. Von der Personalplanung bis hin zur Personalausstellung. Ich möchte das einfach mal daran deutlich machen, wenn man beispielsweise im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vielleicht in einigen Monaten darüber nachdenken wird, dass man vielleicht auch Personal reduzieren muss, weil das Geschäft halt noch nicht mehr so toll läuft, dann wäre eben eine Personalreduzierung vor dem Hintergrund von Diversity, dass man eben auch schaut, wie ist denn die Belegschaft dann weiterhin gemischt? Ja, also, dass ich nicht nur die Älteren durch Onboarding, sondern auch Offboarding. Genau, die Älteren nicht nur durch Ruhestandsregelungen abbaue, sondern eben auch darüber nachdenke, dass das Wissen an Bord bleiben muss und. Das im Blick auf diese Komponente.
Aber weil Sie gesagt haben, wen brauche ich? Ich brauche HR im Endeffekt als eine Funktion, die das Ganze strukturell, prozessual umsetzt. Mhm. Der wichtigste Treiber aus meiner Sicht in dem Zusammenhang ist aber ein grundlegendes Verständnis, zunächst erst einmal im Top-Management, also im Führungsteam, in der Geschäftsführung davon, dass Diversity-Management etwas bringt, dass es sich auszahlt, dass es das Unternehmen nach vorne katapultiert und eben nicht nur, weil man sozusagen ein gutes Unternehmen, ein ordentlicher Bürger ist als Unternehmen und da etwas für das menschliche Wohl tun möchte, sondern auch durchaus aus betriebswirtschaftlichen Geschäftsinteressen heraus. Mhm. Und ich brauche eben die nächste Management-Ebene definitiv auch. Das heißt also, ohne das Momentum von Führung und den obersten Führungskräften in der Organisation wird Diversity nie zum Fliegen kommen. Weil letztlich kann HR Dinge nur institutionalisieren, es können Prozesse eingeführt werden, aber Diversity lebt ja auch vom Miteinander. Wie erfolgt Führung beispielsweise im Team? Wie wertschätzend wird Führung gelebt? Wie wertschätzend wird zum Beispiel ein altersgemischtes Team geführt? Und das beginnt im Endeffekt bei den Führungskräften und damit an der Spitze einer Organisation. Okay, es beginnt dann bei den Führungskräften, aber macht es denn zum Beispiel auch Sinn, wenn man dieses Projekt aufgesetzt hat, sich aus dem gesamten Unternehmen Leute ranzuholen? Keine Ahnung, Posteingang, Empfang, mittleres Management oder soll das wirklich stringent durch die HR einfach nur durchgezogen werden? Also es ist natürlich abhängig von der Unternehmensgröße. In großen Organisationen, da denke ich jetzt einfach mal an die DAX-Unternehmen, aber auch dann durchaus die dann im MDAX sind, da finde ich oftmals so etwas wie ein Diversity Officer oder ein Global Diversity Office, wie schon erwähnt bei Daimler, aber auch die Bahn hat die Diversity-Funktion und auch andere große Organisationen. Hier werden die generellen Richtlinien verabschiedet, hier wird das Konzept gemacht und das wiederum muss dann natürlich mit weiteren Organisationseinheiten und Funktionen abgestimmt werden, wie beispielsweise mit HR. Darüber hinaus macht es natürlich Sinn in einzelnen Bereichen, wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmen hätte, was in verschiedensten Divisionen aufgestellt ist oder mit verschiedensten Business Units operiert, aus jeder Business Unit jemanden habe, der für das Thema Diversity und für die lokale Umsetzung von Diversity eben auch verantwortlich ist. Und hier wird es sozusagen eine Bündelung der Diversity-Aktivitäten beim Diversity Officer auf der Konzernebene dann liegen, der dann wiederum oder die dann in ihrer Funktion mit den Business Units, den Divisionen, bis ein global agierender Konzern ist, mit den einzelnen Einheiten in Verbindung steht und dann mit dann lokal nochmal Dinge angepasst werden können im Rahmen einer übergeordneten Strategie. Was mir wichtig erscheint, und das möchte ich auch noch sagen, diese Global Diversity Funktion und dieser Diversity Officer müsste oder muss so weit wie möglich oben in der Hierarchie einer Organisation sitzen. Das heißt, wenn es dem Top-Management wirklich wichtig ist, dass Diversity eine Rolle spielt, dann kann ich diese Funktion einer Diversity-Stabsstelle oder eines Diversity-Officers oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, kann ich nicht irgendwie im Personalressort unter der Personalentwicklung aufhängen als eine Funktion, die mal von anderen nochmal so gerade miterledigt wird, sondern wenn es mir wirklich wichtig ist und ich möchte in dem Thema als Organisation Geschwindigkeit aufnehmen, gehört das entweder direkter Berichtslinie an den Personalvorstand oder noch besser an den CEO, um eben auch die Bedeutung des Themas aufzuzeigen. Okay, das Netzwerk ist dann aufgebaut, das Projekt ist gestartet und jetzt stelle ich mir die Frage, kann man denn auch messen, ob es funktioniert? Vor allem gibt es da KPIs, wenn man sowas überhaupt nennen kann in dem Zusammenhang und vor allem, ab wann sollte es sich denn messen lassen? Gibt es Tools oder wie oder soll man Umfragen machen? Wie läuft es dann praktisch weiter? Ja, KPIs gibt es sicherlich, und das hängt im Endeffekt ja von den Zielen ab, die sich für das Diversity Management gesetzt haben. Das
was natürlich am überzeugendsten für einen CFO beispielsweise wäre, dass man aufzeigt, also der Geschäftserfolg, sei es die EBIT-Marge, sei es hinterher auch dann die Börsenperformance im Sinne einem der hier als der Vergleichsindex, dass man eben hier eine Verbindung aufzeigen könnte, eine Kausalverbindung. Genau, aber wie kriege ich denn die Verbindung hin? Ne, bitte? Wie kriege ich denn diese Verbindung hin? Wenn das EBIT steigt, ist ja schön und gut, aber es kann ja auch sein, dass Mercedes ein neues Modell rausgebracht hat und deswegen. Absolut. Also es gibt in der Tat eine ganze Reihe an Studien, die eben hier einen positiven Zusammenhang beobachten, jetzt nicht für ein einzelnes Unternehmen, sondern für eine Unternehmensgruppe im Hinblick von mehr Geschlechterdiversität auf Vorstandsebene, das sind typischerweise die Vorstandsebenen, die dann betrachtet werden, oder mehr Heterogenität im Hinblick auf Herkunft im Vorstand und bessere finanzwirtschaftliche Kennzahlen, das korreliert beispielsweise. Aber Korrelation heißt ja nicht eine Kausalität, das heißt, es hängt miteinander zusammen. Und in der Tat zeigen diese ganzen Studien auf, dass es da offensichtlich einen Zusammenhang gibt, aber diese Zusammenhänge sind aus meiner Sicht heraus nicht wirklich belastbar, sondern ich würde sie eher als Tendenzaussagen bezeichnen. Und die Frage, die Sie ja stellen, ist, wenn jetzt der CFO fragt, wie viel Euro zusätzlicher Umsatz, wie viel Euro zusätzliche Marge bringt mir meinetwegen ein Euro investiert in ein Diversity-Programm. Ja. Und da wäre eben die Antwort, naja, da könnte man viele, viele Annahmen aufstellen und da sicherlich auch viele plausible Annahmen finden, aber diese vielen plausiblen Annahmen lassen sich eben letztendlich auch wieder wegdiskutieren. Und insofern fände ich es schwierig oder empirisch kaum machbar, eben hier eine klare Kausalität aufzuzeigen. Das, was man aber machen kann, ist ja trotzdem Ziele zu setzen. Und Sie hatten am Anfang auch schon Ziele genannt, beziehungsweise auch Instrumente genannt. Wenn beispielsweise aufgrund der Zusammensetzung der Kundenstruktur angestrebt wird, mehr Frauen in Führungspositionen zu haben, kann ich als Organisation ganz klar das Ziel setzen, ich möchte bis zu einem bestimmten Jahr 20%, 30%, 40% meiner Top-Führungspositionen weiblich besetzt haben. Das ist ein eindeutiges Ziel. Das ist messbar. Ja, das ist klar. So, das Gleiche kann ich auch für weitere demografische Gruppen in der Organisation machen. Ich kann zum Beispiel auch dann das Gleiche für das Thema Alter definieren, in welchem Zusammen- oder welchem Ausmaß möchte ich eine Durchmischung haben. Das kann ich alles machen. Ich kann darüber hinaus auch Zustimmung zu Diversity im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen erheben, was ja Organisationen auch machen. Zum Beispiel in der Standardbefragung von Great Place to Work, wenn es um den Wettbewerb Deutschlands bester Arbeitgeber geht, sind 5 Items vorgesehen für das Thema Diversity. Mhm. Also inwieweit fühle ich mich benachteiligt aufgrund meines Geschlechtes oder meiner sexuellen Orientierung, was auch immer. Also auch das kann ich wiederum messen. Würde man wieder sagen, ja, ist ja kein monetär quantifizierbarer Aspekt, das stimmt, aber ich kann es zumindest, wenn ich das als Ziel definiert habe, kann ich das selbstverständlich messen. Und ich kann darüber hinaus auch messen, in welchem Ausmaß habe ich denn beispielsweise einen geschäftlichen Erfolg in meinen definierten Submärkten, in meinen Marktsegmenten oder in bestimmten Kundengruppen erzielt. Auch das kann ich wiederum messen. Ich kann messen, ja, indem ich halt einfach die Kundenzusammensetzung festhalte. Ja, durch Befragungen, alles durch klar. Durch Befragung beziehungsweise durch entsprechende Erhebung von grafischen Daten der Kundschaft. Ich kann genauso auch schauen, in welchem Ausmaß habe ich denn irgendwelche Awards bekommen, also Auszeichnungen für Diversity. All das sind letztlich Dinge, die ich doch durchaus messen kann. Ja. Okay. Jetzt, wenn das Projekt läuft und stelle ich mir die Frage, gibt es denn auch Dinge, die
ein Diversity-Projekt zum Scheitern bringen können? So was ganz in die ganz falsche Richtung? Oder sagen Sie, nee, machen Sie einfach los, es kann eigentlich nichts passieren? Ich glaube, Dinge, die das zum Scheitern bringen können, ist erstmal eine mangelnde Analyse der Ausgangssituation. Mhm. Wenn Diversity-Maßnahmen nicht auf die spezifische Situation vor Ort, auf die Wettbewerbssituation eines Unternehmens ausgerichtet sind, sondern einfach eine weltweit verfolgte Policy auch einfach einmal vor Ort übergestülpt wird, obwohl es überhaupt nicht passt, dann verbrenne ich das Programm als erstes einmal. Nämlich dadurch, dass ich wieder sage, da kommt was von oben, die haben nicht gescheit geguckt, wie es hier bei uns aussieht. Was weiß ich, Black Lives Matters ist meinetwegen so das zentrale Credo jetzt einer US-amerikanischen Organisation. Oder wenn ich jetzt mir Deutschland angucke, ist das Thema Black Lives Matters erst einmal zu übersetzen. Was wäre dann sozusagen das Äquivalent? Weil eben unsere afroamerikanische Population gar nicht so substanziell ist, wie wir sie beispielsweise in den Vereinigten Staaten finden. So, das wäre ein Thema. Also, dass ich eben Maßnahmen ergreife, die nicht passen, nicht treffen. Genau das. Zweitens, wenn ich die Maßnahmen nicht hinreichend erkläre und insbesondere, wenn große Teile der bestehenden, sage ich mal, der bestehenden Machtkoalition durch das, was dort passiert, benachteiligt wird. Das möchte ich damit sagen. Wenn Sie in einer Organisation ankündigen, wir wollen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt X eine bestimmte Frauenquote erreichen. Und wenn das impliziert, dass in den nächsten Jahren, wenn Beförderungen erfolgen, nur noch Frauen befördert werden, haben Sie sicherlich einen massiven Aufruhr in der Organisation. Hört sich aber gut an. Mag sich gut anhören, wird aber dazu führen, dass natürlich viele andere Potenzialträger möglicherweise die Organisation verlassen. Und auch hier muss man dann schauen, wie man mit Weitsicht, mit Augenmaß entsprechend agiert und welche Möglichkeiten es auch eben dann gibt, die Gruppe, die sich dann natürlich benachteiligt fühlt, dann auch schon oft erlebt, dass dann in Organisationen sich dann plötzlich Männer an die Brust fassen und sagen, ja, aus mir wird nichts mehr hier. Ja? Das ist eben auch nicht hilfreich. Und der dritte Punkt ist, wenn das Gesamte mehr oder weniger als so ein kleines Programm betrachtet wird, das nur eine vorübergehende, ja, wie so ein Kostensenkungsprogramm gefahren wird und damit im Endeffekt nur halbherzig vorangetrieben wird, dann wird das irgendwann auch versanden, weil letztlich geht es ja bei Diversity um eine Art von Philosophie. Es geht um eine grundlegende Ausrichtung einer Organisation im Sinne von, dass die Einzigartigkeit, die Andersartigkeit eben nicht als ein Problem gesehen wird, sondern als ein Asset, als etwas, was eine Organisation voranbringt. Und das bedeutet natürlich auch einen Aufbau von Toleranz. Es bedeutet eine Fähigkeit im Umgang mit Andersartigkeit. Und das ist natürlich kein einmaliger Maßnahmenkatalog, sondern es ist eine tägliche Übung, es ist eine ständige Weiterentwicklung im Hinblick auf eben ein Ziel, so eine Kultur in einer Organisation zu schaffen, wo alle mitgenommen wird, die sehr inklusiv ist und eben dadurch aus dem Miteinander der Vielseitigkeit dann Vorteile entstehen. Und das funktioniert wiederum nur dann, und das ist das, was ich schon sagte, wenn auch die Top-Unternehmensspitze voll hinter dem Programm steht. Wenn man mal sagt, HR, mach du da mal was und wir wollen da mal Diversity, das haben ja da unsere Konzernleitung hat das ja bei uns hier so vorgegeben, müssen wir mal ein bisschen was umsetzen und das machst du und ansonsten ist das Thema nicht wichtig. Wenn ich es so betreibe, dann wird daraus nichts. Ja, es muss regelmäßig auch dann gerade von der Geschäftsführung, vom Top-Management-Team regelmäßig auf die Agenda gesetzt werden und immer wieder daran erinnert werden, dass dieses Thema wichtig ist. Ansonsten sehe ich das halt eben auch durchaus versanden. Und das muss häufiger auf die Agenda gesetzt werden, als nur einmal, wenn man den Tag der Vielfalt oder den Weltfrauentag oder was auch immer
als besondere Anlässe nimmt, um das Thema einfach einmal in den Vordergrund zu stellen. Jetzt haben Sie meine letzte Frage eigentlich ja schon vorweggenommen, weil Sie nicht nur die negativen oder die Fehler, die man machen kann, sondern Sie haben ja auch gleich immer die Lösungen dazu gebracht, wie man es richtig macht. Haben Sie denn vielleicht ein aktuelles Beispiel oder ein Beispiel, das Sie begleitet haben, wo Sie sagen, genau so ist es richtig? Kurz. Also ich arbeite ja selber sehr intensiv zu dem Thema Generationenmanagement. Mhm. Also mit anderen Worten zu einer Facette von Vielfalt, nämlich der Facette Alter beziehungsweise die verschiedensten Mitarbeitergenerationen zum Ausgleich zu bringen, eine Harmonie zwischen ihren Vorstellungen zu schaffen. Und ich bin mir sicher, in jedem Unternehmen wird man leichte Friktionen beobachten können zwischen den etwas älteren Babyboomern der Generation X, die dann irgendwie so als Sandwich dazwischen sitzt, unter den jüngeren Generationen Y und Z. Und man hat ja auch zu diesen Generationen sehr, sehr viel auch in der Presse schon und in den Medien ja auch schon lesen können. Und es gab wahnsinnig viele Publikationen. Das, was wir da gemacht haben, waren im Endeffekt Workshops zu veranstalten. Wir haben es Generationen-Workshops genannt, wo die einzelnen Generationen, im besten Falle waren es irgendwie drei Babyboomer, dreimal Generation X, dreimal Y, dreimal Z, miteinander in den Dialog getreten sind und darüber gesprochen haben, wo läuft denn Zusammenarbeit eigentlich gut? Wo gibt es denn Reibungszonen? Ja, was könnte man verändern? Und was muss das Unternehmen oder könnte das Unternehmen auch verändern, um eben die Zusammenarbeit zu erleichtern. Und dabei hat sich oftmals gezeigt, dass es eben nicht nur eine Frage des Mitmenschlichen ist, des Miteinanders ist, sondern auch der strukturellen Gegebenheiten. Also welche Unterstützung wird beispielsweise älteren Mitarbeitern angeboten, wenn sie jüngere Mitarbeiter schulen sollen? Und es gibt ja Organisationen, wo in den letzten Jahren sehr viele junge Leute eingestellt worden sind und wo jetzt die Älteren wirklich wahnsinnig viel zu tun haben, die Jüngeren an Bord zu bringen, das Onboarding durchzuführen, Wissen zu vermitteln und. Und wenn man dann hierfür beispielsweise keine Zeit einräumt, sondern von ihnen verlangt, ihr müsst euren normalen Job nebenbei auch noch machen, kann das durchaus zu entsprechenden Herausforderungen führen. Das kann man lösen, indem man entweder mehr Zeit für die Wissensweitergabe einräumt oder über andere Instrumente, Apps, was es auch immer ist, nachdenkt, Business Management, dass die Jungen beispielsweise auch so Wissen erhalten können und das nicht zwangsläufig immer nur im Dialog zwischen Alt und Jung weitergegeben werden muss. Ja. Was ich damit sagen möchte, solche Workshops, wo man die Beschäftigten direkt mit erreicht, wo sie Diversity auch erleben können, bringt etwas. Oder noch ein anderes Thema, und da bin ich mit den Beispielen vielleicht auch durch, mit Swiss Life haben wir das einmal gemacht in Zürich. Da ging es darum, letztlich die Kraft von Diversity, von Vielfalt, gerade auch im Innovationsprozess spürbar zu machen, persönlich zu erleben. Und es gab eine Workshop-Veranstaltung wiederum, wo ich ausgewählt Mitarbeitern aus den einzelnen Generationen etwas zu der generationalen Prägung, den jeweiligen Stärken erzählt hatte, aber gleichzeitig eben auch auf Reibungspunkte hingewiesen hatte. Und dann haben wir parallel dazu in einer Design Thinking Aktivität über ein neues Produkt von Swiss Life seinerzeit nachgedacht. Haben dabei wunderbar sehen können, wie Tandems aus älteren, aus reifereren Mitarbeitern, aus erfahreneren Mitarbeitern und auf der anderen Seite eben aus den jüngeren Generationen, welche hervorragenden Ideen, die im Endeffekt gerade auch durch diese Zusammenarbeit in der altersgemischten Gruppe erzielen konnten. Und ich finde, das ist eine wunderbare Sache. Da redet man nicht nur über die Reibungspunkte und über die potenziellen Probleme und Herausforderungen, sondern man erlebt direkt die Chancen, die Potenziale, die eben diese Zusammenarbeit in Vielfalt mit sich bringen kann. Und eigentlich nichts schöner, als persönlich zu erfahren, es bringt was, es wirkt was und damit eben auch den tieferen Sinn des Ganzen zu verstehen. Ja, wenn die Zeit dafür da ist, für solche Workshops, wie Sie vorher schon gesagt haben. Klar. Genau. Herr Klafke, wir sind am Ende. Aber ich sage es gleich, ich verhafte Sie jetzt gleich für das nächste Gespräch. Und zwar, das wird dann das Thema sein, wie unterstützen wir die Männer? Weil das ist ja wohl, das hängt jetzt bei mir ziemlich tief drin. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Erklärungen. Und ich denke mir, dass sich das eine oder andere Unternehmen vielleicht ein bisschen leichter tut,
mit der neuen Strategie und freue mich, wenn Sie möchten, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich freue mich darauf sehr, Frau Böhm. Vielen Dank für Ihre Zeit und es wäre wirklich zu wünschen, dass wir auch mit diesem Beitrag hier zusammen Momentum für Diversity, für Vielfalt am Arbeitsplatz geschaffen haben. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Ich denke, das liegt auch vielen Menschen am Herzen. Dankeschön. Danke.